Landwirtschaftliches Versuchszentrum Laimburg unweit von Pfatten. Arnold Schuler, Landesrat für Landwirtschaft, wollte sich persönlich über die neuesten Techniken im Bereich Pflanzenschutz informieren. Dieser Besuch ist Teil eines Gesamtpaketes, das zu neuen Leitlinien in Sachen Pflanzenschutz geführt hat, welche der Landesrat bei der letzten Sitzung der Landesregierung vorgestellt hat. Dann haben wir die Landesleiterinnen beschlossen, also die Landesregierung. Das heißt, wir regeln jetzt neu auch das Ausbringen der Pflanzenschutzmittel. Also einmal ist festgelegt worden, die Risikozonen, aber auch die bestimmten Abstände, die dann zu halten sind. Aber es muss natürlich weitergehen. Wir müssen wissenschaftliche Untersuchungen machen, aber auch die Technik entsprechend anpassen. Die Grundidee ist einfach. Überall, wo Pflanzenschutzmittel Verwendung finden, müssen verstärkt modernste Technik eingesetzt und entsprechende Abstandsregelungen getroffen werden. Ein erfolgversprechender Ansatz ist das Verwenden von Injektordüsen zum Ausbringen der Pflanzenschutzmittel, mit denen die Abdrift wesentlich verringert werden kann. Diese Bilder sind sehr aufschlussreich. Dies ist das Ergebnis mit der klassischen Methode. So schaut es hingegen aus, wenn die neuen Injektordüsen verwendet werden. Die Menge des Produkts, das in die Umgebung abdriftet, ist viel geringer. Nun, die Pflanzenschutzmittel dienen dazu, um Krankheiten, Schädlinge in Schach zu halten und so die Ernte zu sichern und die Qualität zu sichern. Diese Technik dient dazu, eine Abdrift über die Zielflächen, also über die Pflanzen, die es zu behandeln gilt, hinaus zu verhindern und so die Beeinträchtigung Umwelt, Menschen, Tiere und so weiter, die nicht praktisch in der Anlage sind, zu reduzieren, das Risiko für diese Personen zu reduzieren. Die Verwendung dieser neuen Injektordüsen schützt nicht nur die Umgebung des bearbeitenden Feldes, sondern auch die Bauern, welche auf diesem Feld arbeiten. Nach diesen neuen Regelungen ist es so, dass man bei normaler Applikationstechnik eine gewisse Vorgangsweise bei der Behandlung, das heißt auf 10 Meter nur nach innen behandeln darf. Mit dieser Technik kann man diesen Abstand auf die Hälfte reduzieren. Der nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist seit Anfang dieses Jahres in ganz Italien in Kraft. Die Leitlinien, die von der Landesregierung beschlossen worden sind, dienen in erster Linie dem Gesundheitsschutz. Es werden auch sensible Zonen festgelegt, in deren Umfeld das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln mit Risikosätzen besonders streng geregelt wird. Dies sind öffentliche Plätze, Schulen, Kindergärten und so weiter. Erstmals werden auch Kontrollen durchgeführt und entsprechende Strafen festgelegt, die zwischen 1.000 und 10.000 Euro liegen. Pflanzenschutzmittel, die in die Kategorie giftig und sehr giftig fallen, werden schon seit Jahren nicht mehr eingesetzt. Auch die Förderung der biologischen Vielfalt durch verringerten Pflanzenschutzmitteleinsatz und durch die Anpflanzung von Hecken wird weiter vorangetrieben. Unmittelbar hinter einer Hecke kann die Abdrift von Pflanzenschutzmitteln auf Nachbargrundstücke im Idealfall um nahezu 100% verringert werden.